Mach das, mach das. Ich werde das dem nachtun. Du weißt ja, ich cutte immer, aber ich mache da einfach Auf der kurze Strecke. Verabschiedungen. Das kann auch manchmal, aber fürs Cutten war jemand. Oh, den Joker nimmt auf, dürfen wir leider nicht mehr sagen. Schade. Jake weiß, wer da zuständig war für Cutten. Auf jeden Fall willkommen zur zweiten Hälfte bei F1 2018. Scheiße im Moment. Ist fährt da der Kall? Ich wusste gar nicht, dass da der Kallmund mitfährt bei unserer WM. Ich Das ist ja auch mir. nicht. Da kannst du mal sehen. Die Kalli-Momente. Die Ich Fressermomente. bin auch dabei, Kretzmann, herzlich willkommen. Wir brauchen eigentlich auch gar nicht mal große Begrüßungen machen, weil ihr wisst ja, ist ja sowieso immer kurz gecuttet. Ich mache das ja aus Sicherheit. Ihr wisst ja, wir sind unfreundliche Schweine, deshalb Was hast begrüßen. jetzt du gesagt, Jake? Nicht ich. Und ich habe die erste 6 Folgen ja schon hochgeladen, habe mit dem F1-Logo bisher noch keine Probleme gehabt. Oh, das soll ich noch gar nicht laut sagen. Wir sind in der zweiten Monza. Saisonhälfte, oder? Wir haben jetzt noch 10 Rennen. Noch Neune, glaube ich. neun, ja, 10, 11. Haben wir ja nicht 20 gemacht? Mir soll es aber auch recht sein, wenn es nur neun Irgendwie hört sind, sich denn an. die erste Saisonhälfte war. Ne, es sind noch 10, weil wir jetzt erst das 10. fahren. Genau. Ich bin ja, ich bin froh, wenn wir die abgeschlossen haben, weil die erste Kommt doch Saisonhälfte. Monza, Michi. Ja. Ich hoffe, das ist jetzt ein guter Einstieg. Ich war Ja, doch Project letztes Mal. Cars 2 lässt grüßen. Ich war doch letztes Mal sehr angepisst nach dem Brasilien-Rennen. Das hat man bestimmt gar nicht gemerkt. Deswegen wäre jetzt hier mal, ja, super. Kiesbett ist kein schöner Einstieg. Kann ich bestätigen. Deswegen hoffe ich, dass jetzt hier besser läuft. Also letztes Mal, wenn man da weiter durchgezogen hätte, hätte ich wirklich nur noch Agro gefahren und hätte die dann wirklich nur noch rausgeschossen. Ich Also meine, Berlin. ja, sowas gehört Fick eigentlich. deine Mutter. Hast Du Hurensohn. So eine Musik hast du aber nicht angehört, oder Jake? Es würde jetzt gar nicht zu dir passen. Quatsch. Aber ich hatte in der Klasse zwei, drei Klassenkameraden, die haben nur sowas gehört. Es war damals ja in. Die scheiße Musik. Aber sowas. Ja, Das war zum Glück erst später bei mir und alle in den 90ern, da war das dann doch mal was anderes. da hieß es noch: What is love, baby? Don't hurt me. Don't hurt me no more. Oder Call it Mr. Wayne. Da ist noch vernünftige Musik. Und nicht diese Scheiße, die man da heute. Wenn einer mit einem ganzen Album die Top 10 der Charts füllen kann, dann läuft da irgendwas falsch. Oh, der Murray, der Arschficker. Ist das der Bruder von dem Tennisspieler, der Bestimmt. aufgehört hat? Naja, noch spielt er ja, aber unter Schmerzen. Ja, er hört danach der Australian Open auf. Oh, letzter Platz. Also Was? ich will, ich gehört habe, Wimbledon will er ja wohl noch mal. Wieso bin ich denn 14.? Und wieso nicht 15.? Tja, Fragen über Fragen. Da war noch einer schlechter. Oh, Zeiten? der Katari dazwischen uns, Jake. Yasser Atiyeh. Atiyeh. Ja, der Joker, Ist denn der Lukas Roth auf der 3? der Joker ist aktuell 5. Da müssen wir uns das mal wieder verdeutlichen. Vielleicht kommt er ja nochmal nach vorne. Ja, so Hat Platz jetzt. 4 nehme ich noch in Augenschein, aber ich habe schon 15 Punkte durch Rückstand auf den Drittplatzierten, also das wird schwer. Ich sollte auch mal wieder ein paar Punkte mitnehmen. Ich glaube aktuell 11. oder 12. in der Wertung. Es ist Oh, 9. Platz. Start. War in der McLaren-Saison eigentlich schon. Das war besser. Die scheiße KI. Ja. Ich bin eh Letzter, da kann nicht so viel schief gehen. Oh, das war jetzt ein blitzsauberer Valtteri Bottas Start hier, wie in Österreich seinerzeit, Mann. Da bleibt ein Alter, ist Jake das schon eine stehen, Alter. Scheiße hier. Was Ja, soll denn der Dreck? ich hab jetzt auch schon Angst hier. Oh, Joker, Achtung. Bin aber zurückgefallen, was ist da passiert? Ja, was soll ich denn machen? Meine KI ist doch Oh, Wahnsinn. Joker wird wieder runtergeregelt von Ja. dem Spiel. Sehr schön. Achso. Gerade eben warst du noch so schön laut, jetzt seid ihr wieder so leise. Aber das liegt an dem Spiel, das weiß ich mittlerweile. Wow! Wow! Und Jake zieht da rein und löst die Kollision aus. Also er löst sie nicht aus, aber ich muss dann jetzt in den Rhein fahren.
Ja, die Zeitstrafe. Ja, gegen die kann ich nichts sagen. Den habe ich gerade voll aufgespießt. Also so wie bei Project Cars, wo wir darin hindübeln. Alter, so dunkel ist es hier aber auch. Alter, ist das dunkel hier. Aber Joker, das war die Klassik-Variante. Aktuelle behalten, du Idiot. Da sind wir schon wieder Strategie aufdränge. Ich glaube, dass ich mit dem Flügel so noch fahren kann, obwohl da schon sehr viel fehlt. Aber der Jake zieht da voll durch und mir bleibt nichts übrig, als meinen Teamkollege da aufs Korn zu nehmen. Tut mir leid, Teamkollege, nicht. Ich kann ja noch fahren, aber ich glaube, Punkte wird schwer mit der Zeitstrafe. Boah, ist er schon wieder hinter mir, ey. Wie der angeflogen kommt, ist das widerlich. So, der La Tournant ist jetzt gleich weg hier. Tschüss. Wieder Logik. Ah, warum zieht denn der Kaufmann und damit? P11. Na, mal gucken, ob da ich noch mach was. Mach mich mal vom Acker. Alter, wie der da wegfliegt, ey. Verwarnung für Kollisionsverursacher. Bin ich mal berührt. Ich musste bremsen, dass ich überhaupt die Schikane richtig krieg. Wenn der mir hinten drauf fährt, kann ich nichts für. Boah, Alter. Ja, das war jetzt nicht so gut. Lässt sich erstaunlich ordentlich noch fahren, trotz der zwei angeknacksten Endplatten. Oder besser gesagt, zwei angeknackste Endplatte ist damit der Flügel komplett angeknackst. Macht da jemand das Licht hier mal an? Project Cars Joker, genau. Sowas hätten wir aufnehmen sollen letztes Mal. Wenn wir das nächste Mal Project Cars machen, nehme ich es auf. Das war geil. Erst dübel ich rein und dann der Joker. Wir sind Monza Historik-Fahrzeug mit dem BMW V12 von Le Mans, bin ich da gefahren. Und den Joker mit dem Bentley. Und im Regen, wir hatten Regenreifen und trotzdem sind wir rumgerutscht, was auch sehr komisch war. Aber war eine spaßige Session, Joker. Nächstes Mal nehme ich die auf. Jetzt haben wir ja gesehen, wie es funktioniert. Da freuen wir uns, wenn der Jake bald eine neue Rechner hat, dass er dann auch dazu stoßen kann. Oh. Mit dem Momo sollte das ja leicht einzustellen sein, oder Project Cars für dich? Mal gucken. So, geht da noch ein Punkteplatz in Monza? Da muss da jetzt hier! Da, welche Runde sind wir gerade? 3, okay, ich komme jetzt immer noch ran an das Feld. Die scheint in Monza nicht so stark zu sein, die KI. Das ist natürlich ein Glück. Jake gegen Korea. Was gegen Korea, okay. Jake nimmt es mit dem ganzen Land auf. Wahnsinn, Jake, Wahnsinn. Oh, was ist hier los? Gab's einen Crash hier? Dann bin ich gleich da dran. Am Feld, schade, aber... Ach komm, der Sack fährt mir hinten drauf, ich krieg eine Strafe. Ja, genau, das ist Codemaster Jake. Das hat mich letztes Mal nämlich auch angepisst. Da habe ich eine Strafe zurecht bekommen und die zweite Strafe, weil mir einer draufgefahren ist. Ich kann mich aber zumindest lösen und den 12. Platz, aber der reicht mir nicht. Ich möchte jetzt schon gern hier diesen Punkt da mitnehmen. Mal gucken, was da geht. Ich saug mich an den Sari ran. Windschatten. Und vorbei. Jetzt muss ich noch 2 Sekunden rausfahren. Ey, vorbei von Wege. Schon wieder überholt wurde. Muss ich 2 Sekunden rausfahren, wollte ich sagen. Jeff, wir fahren Formel 1 und spielen nicht Fußball. Danke. Bleib am Ball. Idiot, hat sie eine Sportart vertan offensichtlich. So, jetzt wegziehen, 2 Sekunden, damit ich hier auch sicher was mitnehme. Sonst geht's mir wie in Brasilien. Der ist aber gar nicht schwach mit seinem McLaren von 2.8, aber ich ziehe ihn jetzt hoffentlich weg. Weiß gar nicht mal, was jetzt als nächstes für Strecke kommen, wenn es ja so durchgemischt. Werden sie ja dann sehen.
Der Schwanz klebt mir da hinten noch ganz schön am Heck. Wenn ich schon wieder überhole, ich glaube. Schwanz am Heck? Kannst du mal sehen, Joker. Oh no. Oh Mann. Wenn du jetzt irgendwo einen Unfall machst und alle auffällst, dann in der ersten Kurve oder wie? Ich sehe das. Oh nein. Oh. Ach nee, ich muss bremsen, Chef. Was ganz Neues. Da habe ich mir wirklich einen guten Platz versaut. Ja, und ich komme nicht weg von dem... Hast du eine Strafe, Joker? Nee. Dann bist du eh wieder vorbei. Oh Gott. Ja, jetzt war es wieder mit dem Punkt. Ich hab 4 Sekunden. Genau, fahr mir doch hinten rein, du Idiot. Wenn ja, du jetzt auch 2 Sekunden hättest, okay, dann könnte ich vielleicht noch auf der Geraden wegziehen, aber 4 Sekunden mache ich dann nicht mehr. Sicher? Der fährt mir hinten rein und ich krieg jetzt wieder die 3 Sekunden Strafe. Jetzt muss ich 5 Sekunden raus und damit war es das wieder mit den Punkten. Wenn ich den Fehler nicht macht, hätte ich die ersten BMW vielleicht sogar nochmal angreifen können. Scheiße. Die Scheiße, Mann. Der Österreicher gewinnt. Der Bulle. Oh Gott, ich fahre noch bis auf den 5. zurück, wa? Jo. Na gut, immerhin auf dem 5. bleibe ich. Ah, ich bin ja jetzt noch zurück. Wir wissen es noch nicht. Der ist weit weg hinter mir. Jetzt bin ich gespannt. Der hat sich einen Flügel angeknackst. Ich glaube aber nicht, dass es reicht. Ach, fick dich ins Knie. Wieder eine Zeitstrafe gekriegt, die unnötig war. Habe ich ja auch. Ich hatte die erste, okay, da bin ich in der ersten Kurve ausgerutscht. Ja, ich bei der ersten zweite war halt dumm. Bin aufgespießt. Die zweite war einfach, ich bin rausgerutscht, der fährt mir voll rein, ich krieg die Strafe. Ja, fuck Masters. Fick dich ins Knie, fuck Masters. Für mich geht's um Platz 4. Oder 3, oder? Naja, ich hab... 2 Rennen, wo ich jeweils 2 Punkte verloren habe, wegen so unnötigem Scheiß. Viele Punkte Rückstand. 90, glaube ich, auf den 2. Aber eben 50 oder 55 auf den 3. Ja, und dafür müsste ich schon ein paar Rennen gewinnen. Momentan sehe ich mich nicht in der Lage hier. Mit dem KI, Renault. Bei der KI auch. Aber immerhin, Platz 4 wäre schon nicht schlecht momentan. Da den Kaufmann Österreich, okay, ja, das sind jetzt schon mal Strecken dabei, die mir gut liegen sollte. Ich hoffe, dass jetzt hier endlich mal was passiert. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich sag auf Wiederluge und bis zum nächsten Mal. Pütz. Rülps. Also wir haben 19 Strecken insgesamt und das war jetzt die 11. Oh, war die 11, habe ich falsch geguckt. Dann geht's direkt weiter. Wir sind wieder zurück. Herzlich willkommen, Jake und Joga bei 5 WM in Österreich. Kenny, bist du ruhig. Im 11. Rennen. Ja, die letzte beiden Rennen liefen wirklich eigentlich gut, aber unglücklich jeweils eine Strafe zu Recht und die zweite Strafe zu Unrecht. Codemasters Strafe halt. Aber wir wollen es hier rumbringen, die Saison. Bin ich auch froh drum, wenn wir die geschafft haben. Wir bleiben bei dem Setup Österreich. Also da müsste jetzt was gehen. In der Vorsaison sind wir da leider aus der Verbindung gefallen, erinnere ich mich. Auf einem guten 6. Platz. Aber ob ich der Valvo gestanden. Genau, hier stand Valvo, hier seht das. Kann man sich auch ein Zeichen im Beißler angucken, da haben wir es auch nachgezeichnet, wo der Valvo stand. Sogar für die Geräusche bin aber ich zuständig. Du machst es ja nicht. Und wenn, dann muss es heißen. Ah, das war ein bisschen lahm, das klang wie ein Traktor beim Runterschalten. So klingt ein Traktor. Hier sind wir doch auch gefahren, Project Cars.
Mit der GT4-Autos. Die ließe sich gut fahren, Jake, die GT4-Autos. Ja, GT3 in harmlos sind die ja, ne? Macht ihn Jake doch noch geiler auf das Spiel. Er wird ja eh dann mitspielen, sobald er der PC hat dafür. P5, jawohl, das endlich! Alter, es geht mal aufwärts im Quali-Training. Das könnte also heißen, dass die KI wieder einen riesen Start erwischt und wenn ich da mich raushalte, dann okay, nee, sind doch ziemlich eng bei mir. So, mindestens Murray rot. Aber Beißler hat den Kaufmann geschlagen, nice. Muss ja, aber wir noch beim mal Start machen, ihn wieder weg. Ich gleich vom Start an ihm vorbei, Mann. Aber ich will natürlich hier endlich mal was mitnehmen, zählbar. Ich habe nämlich keine Ahnung, was da noch für Strecke kommen. Das habe ich vergessen. Ach nö. Auch im Regen bedeutet es aber, dass die KI nicht gut wegkommt. Das könnte unsere Chance sein. Ja, hier muss jetzt endlich was gelingen. So, dann ab geht's. 5 rote Lichter. Und eine Blitzreaktion braucht es jetzt. Oh, da drehen meine Reifen durch. Achtung, der Rot. Der Rot will sich davor und der Kaufmann zieht weg, wie es der Jake gesagt hat. Aber ich kann mich auf meiner 5. Position behaupten nach dem Start. Alter. Und Jake hat da ein bisschen verloren, der ist auf die 4 zurückgefallen. Kaufmann. Oh. Was ist mit Joker passiert? Der war doch so weit vorne gestanden. Wie immer halt. Okay, und ich bin jetzt auf P3, weil der Jake den Rot ein bisschen abgedrängt hat. Oh, der will aber nicht aufgeben, der Rot hier. Ja, der hat mehr Power als du auf der Geraden. Oh, shit. Ja, weil der hat den besseres Wagen, der hat das bessere Auto, den Führer. In 2-4er. Sag mal, Jake, die KI ist hier typisch Regen etwas schwerfälliger, ne? Das ist die Chance für mich jetzt, dass ich hier was mitnehme, weil die KI hier im Regen nicht zurechtkommt. Das ist einzig Gute an dem Regenwetter hier. Mach doch mal das Licht an. Das kostet zu viel, Joker. Das ist ein Idiot, ey. Oh je, Joker. Joker und Renault wird keine Freundschaft werden. Ja, die 2000er hier generell nicht. Vor allem die KI nicht. Die KI in dem Spiel nicht. Ich muss auch aufpassen hier. Der Rot will jetzt schon wieder wegziehen. Ich bin an Rot rangefahren. Und hast du aber keine Strafe gekriegt. Der kriegt ja nur der, wohin dich reinfährt. Dann kriegst du ja Strafe. Muss erst einer in dich reinfahren, sonst. Aber ich hab mich halt weggedreht. Kaufmann vorbei und Izumi. Und jetzt bin ich hinter wieder. Izumi, das klingt wie so eine Automarke. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch viel gut machen kann. So, Murray Bruder, wo hättest du denn gern? Und Beißler ist jetzt der erste Verfolger vom Jake. Dass wir das erleben. Aber ich konzentriere mich mal lieber drauf, dass ich auf der Strecke bleibe und nicht den Jake zu jagen, weil den kann ich eh nicht einholen. Aber das wäre schon ein Mordskracher nach den 2 Pechrennen jetzt. Brasilien und Monza. Gerade Monza war. Brasilien war ich angepisst und Monza war auch ärgerlich. Aber ich glaube, es kommen auch noch Scheißstrecke wieder. Die Scheißstrecke. Ich weiß ja nicht mehr, was für Strecke noch kommen. Barcelona kommt, glaube ich, noch, soweit ich weiß. Kommt nicht auch noch Monaco am Ende? Gut möglich, ja. Und Singapur hat man auch noch drin. Oh, ich habe eine schnellste Runde. Wie habe ich denn das geschafft? Weil du ein geiler Ficker bist. Würde ich jetzt nicht behaupten, aber P2 im Moment ist eine Sensation. Der Regen scheint mir zu liegen hier, was eigentlich sehr komisch ist, weil ich mag Regen eigentlich nicht. Die scheiße Regen. Aber die hinter mir habe ich im Griff und ich habe keine Zeitstrafe bisher. Das ist natürlich super, das wollen die Leute auch mal sehen, dass der Beißler ohne Zeitstrafe hier mal durch so ein Rennen kommt. Ich meine, eine war immer okay von denen zwei, die zweite war immer vom Spiel dumm gemacht. In Monza konnte ich nicht anders. Jake da an denen vorbei, musste ich in den reinfahren, weil ich ja nicht mehr ausweichen konnte.
Aber du kämpfst da auch ganz schön, wenn ich das so sehe, Jake. Ja, die Sache ist auch, dass die Autos, also auch die 24er Ferraris, die normalerweise mit dem Topspeed ihren Vorteil ausspielen, haben hier keinen Vorteil. Dein Williams auch eher auf den Topspeed ausgelegt, dein 2-3er Williams? Naja, es ist ein V10-Motor, also ja. Da habe ich also mit einem V8er im Brawn einen Vorteil. Nee, du hast einen Vorteil, weil du schon ein Auto fährst, was mehr auf Aerodynamik fährt. Schon wieder eine schnellste Runde. Was ist denn hier los? Wenn der Jake hier einen Fehler macht, gewinne ich das noch wahrscheinlich. Könnte es aber wahrscheinlich ziemlich laut werden, wenn ich das hier gewinnen sollte. Dann müsstet ihr euch muten, wenn ich... Aber ich glaube... Aber es könnte vielleicht auch beim zweiten Platz gleich etwas lauter werden. Ich glaube, Dritter war ich schon einmal in der McLaren-Saison einmal. Dass wir jetzt hier mal endlich... Es gibt doch mal Strecke, da kann der Beißer doch noch einigermaßen was zusammenkriegen. Also die hinter mir haben keine Chance mehr, an uns dran zu kommen, Jake. Die KI, die ist zu weit weg. Die kann uns nicht mehr folgen. Joker, wo bist du aktuell? Vierter. Ja, vielleicht, Joker, mach dich ran. Vielleicht kommen wir alle drei aufs Podest. Das wäre doch was. Jake, ich und du auf dem Podest. Das gab's schon lange nicht mehr. Gab's es überhaupt schon mal? In Russland, oder? Stimmt, waren wir da auf 1, 2, 3. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß, dass du auf dem Podium warst in Russland. Ja, das war das einzigste Podest in der Online. Letzte Runde, jetzt hier bloß kein Scheißbauer, dann gibt es hier einen sehr guten zweiten Platz. Jetzt bin ich sehr zufrieden. 7-8 Sekunden fast Vorsprung auf den Drittplatzierten. Also da sollte nichts mehr passieren jetzt. Also es kann gern jetzt jedes Rennen hier regnen, dann habe ich wahrscheinlich Chancen. Weil da kommt die KI auch nicht weg. Wenn es regnet, kommt die auch kaum weg. Zumindest manche. Wenn es trocken gewesen wäre, wären die Red Bulls und so hinter mir an mir vorbeigezogen. Das wäre ohne Kollision wahrscheinlich wieder nicht abgegangen. Schon wieder in die lila Einfärbung in der Karte. Es könnte sein, dass es hier nochmal eine schnellste Runde zum Schluss gibt. Joker ist auf 3. Jawohl, Joker. Glückwunsch, Jake. War's aber auch nicht einzufangen für mich. Und hier... Glückwunsch, yes! Yes! Ja, 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 yes! P2, endlich! Glückwunsch, Joker! Und Glückwunsch, da kommt der Joker gerade ins Bild! 1, 2, 3! Das Konfi-Podium steht wieder! Benzin plus 0,15 oder so. Ach, hab ich gar nicht mal drauf geachtet, das sollte ich mal wieder machen, aber... Ich hab ab Runde 3 da so wirklich alle rausgepowert, was die... Am Ende waren es nur knapp 2 Sekunden, Jake, die mir gefehlt haben. Kriegt euch mal eure Zeit an 1,21, 1,22,9. Die schnellste Runde, es ist aber trotzdem bei mir geblieben. Knapp ein Zehntel vom Jake. Der hat nicht viel gefehlt, dann hätte er sie noch holen können. Ja, ich habe gerade eben in der letzten Runde den zweiten Sektor verwichst. Und, wieder auf Platz 10 vorgerückt. Das war jetzt ein wichtiger Punkteschub, die 18 Punkte. Der Michi, der punktet wieder. Also, da hat mir der Rege auch geholfen. Ich glaube, unter Trocke wäre der Start schon mal nicht kollisionsfrei abgelaufen. Da hat mir der Regen sehr geholfen. Die scheiße Momente in Monaco. Also oh, da kommt schon Monaco. Ja gut, da ist es auch gleich wieder mit den Punkten vorbei in dem Rennen. Denke, nach so einem guten Punkterennen dürfen wir in Monaco schon mal ein Fuck You-Rennen erwarten, weil es gibt da mal wieder, komme ich schon mal nicht um die Löwskurve hier. Ja. Gibt's noch was zu sagen? Eigentlich nicht. Muff. Muff, Pütz, Rülps, Furz.
Hast auch schon bald die Hose durch sein beim Joker. Ja, schon fahren lassen hätte in der Vergangenheit. Soll uns aber egal sein. Ich sage schon mal danke fürs Zuschauen. Das war jetzt eine kurze und knackige Folge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in Monaco wieder. Wieder Lorge. Seid ihr noch da oder seid ihr schon weg? Ah, das war eindeutig. Die haben schon gedruckt. Ich auch. Wir sind wieder zurück. 5-Runde-WM. Und Joker dabei, man hört sie ja schon. Monaco ist nächste Rennen. Nach dem Sensationsplatz 2 in Österreich gibt es hier gleich Ausfall in der ersten Kurve. Ach, weil die schöne, Strecke. Schöne Qualifikation, was ich immer da mal kacken. Die Strecke kann ich so gar nicht und werde ich auch nie in einem F1-Spiel mehr können. Deswegen bringen wir es schnell hinter uns. Gucken wir mal, was da noch so geht. Also die Top 10 möchte ich schon noch bleiben nach der Saison. Oh Mann. Oh Gott. Ja, hast ja durch den zweiten Platz deine Punkte quasi verdoppelt. Ja. Und bist jetzt auch 16 Punkte vor dem 11. Ja, das ist nicht schlecht für Monaco, da ich jetzt auch schon wieder nicht weiß, was danach noch kommt. Ich glaube, Ungarn war danach der nächste. Haben wir noch nicht gehabt, Ungarn. So, jetzt kommt die Kurve, in der ich natürlich nicht rumkomme, ohne einen Rückwärtsgang zu nehmen. Und ohne mir noch einen Teil vom Flügel abzureißen. Das heißt, ja, ich will unbedingt vor Michi starten. Erste Kurve, Ungarn. Vielleicht tue ich ja gleich hier einen riesen Crash provozieren, weil da wir mir nicht weit kommen. Einmal mal voll durch in die Mitte. Zum Sack. Ungarn ist wieder eine Strecke, mit der ich wieder eher zurechtkomme. Da hat man ja auch mehr Platz. Aber hier. Oh shit. Ja. Und da hat der Joker schon erwartungsgemäß weg. Und der Beißler macht ihm gleich nach. Ich hasse diese Stelle, diese Schwimmbadstelle, warum sie die so umgebaut haben. Mann, ich hasse diese Ficke. Ach, da Kaufmann auf der Pole. Also das heißt, Jake ist da auch nicht gut durchgekommen. Mann, diese Pisse, ey. So scheiß Drecks Monaco Pfotzenhobel. Deswegen haben wir es auch gleich hinter uns, Joker. Der letzte Scheiß. Oh, ist die tollste Strecke. Zum Anschauen ja, zum Fahren nein. Ach ja, hier wohnen wir ja auch alle wie tollen Formel 1 Fahrer, weil wir so schön viel Steuern sparen. Von unseren 20 Was ist denn Milliarden mit Jake? Bleiben dann auch 20 13, Milliarden. 15, 16. Also Jake hat auch Monaco-Probleme. Also wie die KI wieder abgeht da. Oh, ich weiß nicht, ob ich wirklich 3 Sekunden durch Probleme verloren habe. Vielleicht bin ich einfach zu lahm. Das weiß man nicht. Oder die KI ist halt einfach zu. Ja, ja, das meine ich. Die ist, Also ich habe Fehler gemacht, ob das gleich 3 Sekunden waren. Da kann der Michi vielleicht eine Doppelfolge machen, wenn er gleich vorbei ist. Ja, so wie damals Sochi und Singapur, wo wir alle in der ersten Kurve in Singapur in der eine Saison rausgehauen haben. Das könnte ja gut passieren. Oh, jetzt geht's erstmal los, erstmal Start. Joker, ich würde jetzt mal aufpassen, Joker, es könnte ja zum Mega-Crash führen. Obwohl, nein, da steht der Jake. Jetzt hätte ich einen in die Sande Wort drücken können hier. Joker hat sich erstmal zurückgehalten. Und nee, komm ja nicht ran am Start an euch. Was ist denn der? Oh Gottes Willen. Aber Joker, jetzt wirst du aufpassen, in der Kurve, oh Rabot, kriege ich mein Auto nicht rum. Oh, Michi, Entschuldigung. Joker, geh, fahr du mal vorbei. Weil bremst dir genau vor mir ab. Es gibt keine Möglichkeit, ich komme da eh nicht rum und dann bist du blockiert in der Mirabeau. Oder kommen aber andere auch nicht rum? Oder hat da der Jake was gemacht? Ich habe nichts gemacht. Ich komme da nicht rum, muss schon mal einen Reverse-Gang eingehen, um überhaupt diese Kurve zu kriegen. Zack, Flügel kaputt. Kann man auch der Heckflügel eigentlich abreißen hier? Schade. Das wäre jetzt auch gewesen. Ich komm nicht rum und Flügel aber. Alter, das wird. Monaco, soll ich nicht gleich im Tunnel weghauen? Deswegen habe ich gesagt, Joker, fahr vorbei. Genau deswegen, du wärst da hinter mir stecken geblieben.
Ach nein, der Frontflügel ist schwer beschädigt, das sehe ich auch. Oh, jetzt ist das Rad beschädigt. Ja, Safety Car. Haben wir nicht in der 5-Runden-Weltmeisterschaft. Ja, der Beißler, ey, verpisst euch, gebt euch kein Interview, haut ab. Geht's in die Bar. Ja, der Lukas Roth könnte wieder aufholen auf den Jake. Ist das nicht noch dein ärgster WM-Verfolger? Ja. Ich komm nicht mal an den 13. Wir gucken uns mal hier an. Also, du bist schon mal eine Runde mehr im Rennen als der Beißler. Der hat's im Tunnel da. Ne, nach dem Tunnel. Es war irgendwo da am Schwimmbad irgendwo. Da hab ich's im Tunnel. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich's rauskaufe. Irgendwo hab ich's weggehauen. Oder vor dem Tunnel bin ich noch eingeschlagen. Aber Jake kommt auch nicht weiter vor. Der ist aktuell 10. Am Sari ist er dran. Oh, seit 2008. Oh, hast du dafür eine Strafe gekriegt, Jake? Nö. Der Sari ist ausgefallen. Achtung, der steht... Gern geschehen. Danke. Hast du den da berührt, Jake? Den hast du doch gerade überholt. Der ist mir, glaube ich, ausgewichen, warum auch immer. Da ist der, hat er sich gedreht, der Sari. Aber warum meinst du, ob ich eine Strafe gekriegt habe? Hast du eine Strafe gekriegt? Nee, warum, wie kamst du drauf? Nein, ich, weil du ein bisschen diese Hafenschikane, die war schon am Rande des Abkürzens, deswegen meinte ich. So. Ja, bevor ich den da reinschepper, aber ich war, glaube ich, noch mit 2 Reifen außerhalb. Sah zumindest aus meiner Sicht. Ja, das war auch nicht ganz abkürzt, aber ich habe bei Codemasters weiß man ja nicht, wie sie es auslegen. Da können sie dir ja schon dafür eine Strafe aufbrummen, das Spiel. Deswegen habe ich gefragt. Weil wir mal hier im Renault, wie er kämpft mit dem Auto. Also schon 2 raus, das Sari und der Beißler. Die fahren ja hier, ey, es ist ja... Erklär mir, wie du um diese Kurve kommst. Ich komm ums Verrecke um die km/h und richtig einlenken. Ich mal mit 20 komme ich um die Kurve drum. Also... Oh, Junge. Jake ist wieder dran. Die Onboard-Kamera finde ich hier besser als jetzt die TV-Kamera. Weil da hat man den Fight besser. Deswegen verfolge ich euch jetzt nur Onboard hier in dem Rennen. Oh, das ist auch immer heikel, wenn du da an die Wand schrammst, Jake. Ja, da wieder. An dem Atem kommt er nicht dran. Oder an dem Atem. Auf zum Atem. Auf zum Atom. Auf zum Atem. Alter, bist du deppert! Oh! Das haben wir gerade zu spät weggeschaltet. Hatte ich der da abgeschossen? Flügel fehlt bei dir, Frontflügel. War das dieser Atayem oder wie? Nee, der... Wer ist jetzt 9? Der Schill. Ja, der war's. Beim Überholversuch hat er dich in die Wand gedrückt. Ja, ich bin jetzt schlecht aus der ersten Kurve raus, da muss er wohl da gewesen sein. Er hat mich dann mal schön in die Wand geschickt. Ich habe nur noch unbedingt Ende gesehen, wo unbedingt da vorbei musste. Alter! Hör auf, du Japse, mit Strapse. Ich glaube, hier müssen wir doch mal TV-Kamera anschalten. Hier weiß man gar nicht, wo man hinschalten muss. Oh je, ich sehe schon, wie schwer der BMW. Aber der hat noch eine Flügelplatte, sind nur die Endplatten weg. So. Oh, da hast du jetzt einen. Den hast du nicht abgeschüttelt. Ich habe gedacht, den hast du auflaufen lassen. Nö, ich bin ein bisschen hart über den Körb geräubert. So, die letzte. Sau überholt mich, ey. Ich habe mich gerade. Sehe ich gerade hier. Boah, da weiß ich gar nicht, wo ich hinschalte. Soll bei euch beiden passiert, was? Ist lass du es, du Sau! Oh Gott! Der Japsa hat dich getroffen, oder? Ja. War bestimmt genauso wie bei mir vorhin. Er hat mich umgedreht. Nach oben, ja. Die Fahrt. Ja, ja, nach oben. Da bin ich auch getroffen worden. Und der Barnes, der hängt dir am Arsch, Jake. Ja, was soll er? Tolle Leistung.
so einer Strecke die KI übermächtig zu machen. Das ist ja schön. Ich sehe ihn ja schon manchmal mehr, oder kaum. Vektor 2, Jake, hat's mit Absicht da reingehauen. Nee, war nicht mit Absicht. Ich hab vergessen, dass der Frontflügel nicht mehr richtig funktioniert und wollte Vollspeed durch den Tunnel durch. Okay, was aber nicht funktioniert. Aber der Joker hat's im kurzen Moment danach auch weggeschmissen. Ich wollte den Jubi treffen, aber ich hab den Barnes vor mir her. Ich oh, der fällt natürlich nichts ab. Nein, weil der KI fällt nichts ab. Nein, natürlich nicht, Joker. Das ist Codemasters. Da fällt nie was ab. Kaufmann gewinnt. Schön. Dann hat der sich ja wieder schön Punkte geholt und ist vor mir. Ja. Ja, und der Rot ist nur noch 18 hinterm Jake. Also das ist noch... Diesmal ist der KI der härteste Gegner vom Jake. Ich bin Gott sei Dank, habe ich guten Vorsprung gehabt und bleib noch auf dem 10. in der Gesamtwertung. Ja, der Sari ist ja eher ausgeschieden. Stimmt, der war hinter mir. Da kriege ich hat, echt einen Der hat eher Ausweichgemüse, der Sari. Also schlussendlich hätten wir wirklich alt in der ersten Kurve wegschweichen können. Schlussendlich hätten wir das wirklich können. Wohl wahr. Scheiße Momente in Ungarn. Und war. Aber ich mache hier trotzdem, also wenn es nur 11 Minuten sind, mache ich hier einfach eine Cut, das reicht trotzdem. Und Ungarn, da wird es wieder besser, hoffe ich. Und da sage ich mal, wieder Lorge, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 11 Minuten ist schön zum Upload wieder, da ist der Upload eine halbe Stunde gemacht. Ich drücke aber gleich wieder. Und wir sind wieder zurück. F5 Runde WM. Auch jetzt nicht jedes Mal die Begrüßung mache, weil das wissen die Zuschauer mit Leuten auch, dass man jedes Mal unterbreche. Das ist so ein typisch ungarischer Frauenname. Wisst ihr jemand? Keine Ahnung. Branislav. Es ist bewölkt. Hallo. Ich bin. Meine Reifen haben für 45 Runden Lebensdauer, so viel fahren wir doch gar nicht. Hallo, ich bin die Pushtatina. Ich mag Kackerspiele, deswegen scheiße im Moment. Pingefan gefutzt. Der Puster, apropos Ungarn, der Budapester Salat vom Edeka, der schmeckt sehr gut. Ja, ist nicht so meins. Aber Joker mag lieber den Fleischsalat, gell? Ja, den Fleiß. Richtig fleißig. Oder wie heute wieder aus Hacke Peter mit Kacke spielt. Hast du Hacke auf dem Brötchen drauf? Ja, so richtig schön später Kacke. Toilette. Oder sage ich nur Nutella, der morgen macht's. Hat nicht gepasst, aber war ein Lacher wert. Maika macht das Würstchen. Ja. Die Deutschländer. Vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Nein, jetzt fick dich wie Geld. Ach ja, die da ist das Bier, das sind die Chips. Schalt in den Fernseher, was gibt's? Hinein ins Weekend-Feeling. Ja, diese alte Zott-Werbung da. Ey, der Kaufmann geht jetzt ab hier. Ja, der will jetzt noch Weltmeister werden, glaube ich. Frauen alle freuen sich, will 190 hinein ins Weekend-Feeling. Doch also was kostet die dumme Pute? 7 Euro die Minute hinein ins Weekend-Feeling. Nee, zu viel fürs Weekend-Feeling. Nichts geht mehr, alles ist schlaff, schalt den verdammten Kasten ab und scheiß aufs Weekend-Feeling. So schlecht war die Runde überhaupt gar nicht, wie sie hier dargestellt wird. Naja. Vielleicht regnet es ja wieder. Ja, toll. Nur dann habe ich ja es wieder nicht. Eine Chance. Es sonnt. Es grün, so grün. Jake hat irgendwie schon Wetterinfos mehr als wir. Du kommst dir selber in die Quere, wenn du die erste Kurve zu schnell nimmst. Nissan RV Shines on Renault. Eine Menge Autos sind vor dir. Ah ja. Das ist mir neu. Ich dachte, dass ich allein fahre, aber egal. Eine Menge Trabanten sind vor dir. Sun Ölwe Schein und die Wien. Touch me. How can you feel?
Dutch me auf dem Dutch Screen. Alter. Wie die erstmal den Jake alle da hinten drin kacheln. Sun over shine and the Sun over the rainbow. Ey, da ist wieder die Kollege gleich. Oh, oh. Was macht er? Oh! Gott, Jake hat da eine Kollision fast verursacht. Hat dich da einer weggedrängt? Mhm. Ich also, hab jetzt die Strafe bekommen, weil ich den Schiffer gestreift habe. Alter, du blöder Arsch! Patzer! Was ist denn das hier? Was war denn da los, Joker? Ach, ich hab mich mit dem Ehen irgendwie bekriegt in der Kurve und. Ja. Schöner letzter Platz, ich freue mich. Also geht's ja jetzt schon ab in der Runde hier. Alter, dreh dich doch nicht weg, du Hure! Scheiße, das Klassik-Car-Problem. Das Auto macht ein 360-Festival. Ich fahr gleich in die Verkehrsrichtung. Das machen die an die 8218er auch. Ja, die haben nur keinen Sound dabei. Ja, wie hören die sich denn an? Ja, wie ein Rasenmäher. Kann ich doch nicht richtig nachmachen, die aktuelle Formel 1, also es ist doch kein Sound, den man nachmachen kann ordentlich. Na, dann mach mal Formel E Auto nach. Macht dann eher so. Aber ach ja, das ein Windhauch, der durch meine hohle Birne pfeift, geil. Ja, das war eher ein schwuler Föhn. Ja. War eher das Lied von der Ostcoverband. Aha. That's me. I can you feel. Believe me. Sun will be shine on TV. Die neue Rubrik beim Beißler. Beißler singt Welthits auf Sächsisch. Könnte man machen. Ja, ey, lass mich überholen hier. Bleib hinter mir. Zwei muss ich noch überholen, um einen Punkt zu kriegen. Das scheint hier in Ungarn schwierig zu werden. Is not my lover. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Baby, dein Röschen. Nee. Heb dein Höschen für der Kaufmann, ey. Gut, ja, Platz. Bin noch Weltmeister, werde der Kaufmann. Platz 4 ist damit auch weg für mich. Ich weiß nicht, wo der Rot ist. Ich könnte auch Platz 1 verlieren. Ne, wenn er nicht führt, dann nicht. 18 Punkte müsste er aufholen auf dich. Ja, aber er führt ja nicht. Ich bin Siebter. Er müsste schon führen, damit er das macht. Oh, ich glaube, ich habe jetzt in einer Runde immerhin auf meinen vor mir liegenden knapp 5 Sekunden auf jeden Fall. Wow, hat aber noch 10 Sekunden Rückstand. Geil. Ich komme da gar nicht mehr dran an die vor mir fahren, denn ich muss mich da verteidigen. Oh! Oh, das war der Barnes. Cliff Barnes. Und da kommt gleich der Randy Marsch ums Eck. Hallo! Ich habe einen Schaden am Frontflügel. Ach nein! Hallo Bouncy Baby, alte Bitch. Bist du meine Bitch, ja? Bist du meine Fixer, ja? Beim Abwehrversuch habe ich mich gedreht. Gut, Punkte wären hier sowieso nicht mehr drin gewesen. Bin ja vorher schon nicht mehr auf Platz 12 war ich mal vorhin, ja, aber ich hatte keine Chance mehr dran zu kommen. Die sind so weggezogen. Na, ordentlich eigentlich ziehen lassen. So wie der Ösi, wenn er singt, Sun over shining TV. Sun over the rainbow. Oder auch deutsche Lieder. Ach, bevor ich das lieber weiter singe, fresse ich erstmal einen Bräuler. Das ist alles nur in meinem Kopf. Das ist alles nur in meinem Kopf. Ja,
Wir haben nur noch zwei Runden. Ja, mein Gott, das ist ja Westfernsehen. Also ich guck bis Endeschluss. Ja, ich doch auch! War das in gut bei Lenin, wo da irgendwie diese zwei Studenten waren, wo da vorm Testbild gestanden sind? Nee, das war, wie ist denn der Film? War das Sonnenallee? Ich glaube, Sonnenallee heißt der Film. Wo da eben so zwei Studenten waren und der hat Westfernsehen geguckt und war Testbild und der hat gepennt und die standen da vom Testbild und haben das angeklotzt. Das ist noch nie gesehen haben, sowas. Der Barnes könnte ich noch kriegen, also so schlecht scheint der Braun noch nicht zu liegen, trotz kaputten Flügel. Könnte irgendwie vor mir fahren, den Letourneur. Letourneur. Ja, Barnes, bye bye. Letzter will ich nicht unbedingt werden, das gebe ich gerne ab, die rote Laterne. Und du überholst mich nicht, du Schwein. Du Schwein. Oh, den habe ich jetzt wohl abgedrängt, oder? Überholt mich dann wohl nicht mehr. Die rote Laterne kannst du ganz schön behalten, Barnes. Die möchte ich nicht haben. Schon wieder die Kurve hier. Welche? Da wo ich mich weggedreht habe schon. Ich bin vorbei. Wo ist das Schifferklavier? Da bist du noch mal dran. Kommst du da noch mal dran hier? Der Kaufmann. Der Was wird fahre ich denn jetzt hier? Der wird hier noch Weltmeister. Da musst du Jake noch aufpassen auf den Kaufmann. Der kommt auch noch. Aber immerhin nicht letzter in dem Rennen hier. Ach komm. Zeitstrafe noch gekriegt oder wie? Ja, die hatte ich am Anfang schon, als du da mit dem Schiffer vorbeigerast bist, habe ich den Schiffer leicht gestriffen. Und dadurch eine Strafe gekriegt. Oh mein Gott. Push da. Weg doch lieber bei den Nutten. Den Trupper geholt. So, jetzt. Oh, schade. Ich habe gedacht, ich hasse mir das Rad ab und fahre mit drei Rädern drüber. Dafür ist der Braun zu stabil, allerdings. Aber nicht letzter. Mehr war in dem Rennen auch nicht zu holen. In Polen. Gibt aber wieder mal satt EPs. Ja, warum Level 37, auch? 37, geil. Wo ist denn der Joker mittlerweile? Achso, das ist das Rennen hier. Das Rennergebnis. Der Rot war Dritter. In der Tabelle. Geht nichts mehr, das ist vorbei. Jetzt muss ich 7 fünf. Punkte nur noch. Jake muss kämpfen. Der Murray ist noch dazwischen. Ja, cool. Der Kaufmann und der Murray, die sind noch zu weit weg. Und der Joker muss auch kämpfen. Und ich bin immer noch, ja, aber nicht mehr lange Zehnter hier, wenn nicht bald wieder was kommt. Meine Finger riechen nach Pipi. Vertragsbedingungen brauchen wir in der 5-Runde WM nicht. Die Scheiße im Moment hier. Oh Gott, da kommt schon wieder eine Idiotenstrecke für uns. Barcelona. Können wir das auch auf Sächsisch singen hier? Naja, ersparen wir uns jetzt. Ja, mal da beim nächsten Mal sehe. Freut mich jetzt schon wieder ganz gewaltig. Ich sag schon mal, bis zum nächsten Mal und auf Wiederluege. Wiederluege. Warte. Und dann geht's weiter, die in der 5-Runde Weltmeisterschaft hier bei F1 2018 in unserer Klassik WM in den 2000ern mit Jake und Joker. Wir sind schon bald am Ende, glaube ich, der Saison. Wir sind in Spanien. Naja, Ungarn lief ja brillant und die Strecke ist noch brillanter. Monaco davor auch, also. Ja. Alles so brillant gelaufen. Mein lieber Junge.
Obwohl in Ungarn hätte ich noch mehr erwartet als in Monaco. In Monaco habe ich den Ausfall ja schon erwartet, aber in Ungarn. Und da kommt wieder eine Strecke. Was ich weiß nicht, was da noch fehlt, was wir noch für Strecken haben, das weiß ich alles. Japan kurz, glaube ich, ist auf jeden Fall noch. England kurz haben wir noch, stimmt. Australien am Ende. Australien am Ende. Also wir sind jetzt schon ziemlich am Ende angekommen. Wir sind am Ende. Ja, wir auch, aber auch das, die Saison ist bald zu Ende und es wird keine Punktesteigerung werden vom Beißler. Zwar haben wir uns mal einen zweiten Platz geholt, ja. Aber das war dann auch das größte Highlight in der Saison. Das Regenrennen von Österreich. Ja, und die erste beiden Saisonrennen waren auch noch okay, aber danach. Wie viel haben wir denn? Okay, müssen die Uhrzeit im Blick behalten. Das ist 2, falls es interessiert. 2 Uhr morgens. Weil wir ja um 3 Uhr gerne wieder meinen 24 Stunden Disconnect habe. Deswegen soll ich das im Auge behalten. Aber ich glaube, das könnte man bis um 3 schaffen, oder? Ja, ich hoffe es mal. Ich hoffe es auch. Na, die Runde war einigermaßen ordentlich, aber was sagt sie? Platz 7? Na, die dazu, war wirklich nicht so schlecht. Dazu sage ich. Der hat nicht gereicht, um die Hose durchzubrennen, Joker, aber der war ganz nett. Bin voll im neutralen Gang durch die letzte Schikane durch. Oh, was ist passiert? Ja, ich habe zu weit runtergeschalten. Der Kaufmann? Ja, das ist gut, wenn der sich zwischen der Rot schiebt. Der Kaufmann hatte ja noch 40 oder mehr Punkte noch Rückstand von dir. Aber für den Joker geht's noch um was? Ja, ja. Platz 5. Ich muss erstmal gucken, dass ich den Rotwitz immer endlich mal wieder hinter mich bringe. Sonst ist ja schon wieder so dunkel hier, was denn das? Es ist wieder früh am Morgen, das ist doch gar nicht die Uhrzeit, da stehe ich doch gar nicht auf normalerweise. Für sowas stehe ich doch nicht auf hier, für die Scheiße. Mit diesem Bums. Ey, da zuckelt ja einer schon an hinter mir, Beschiss! Sehe ich doch im Schatten hier. Alter, ist das widerlich, ey. Leckt mich doch alle, ja. Also im Regen macht es hier mehr Spaß, weil da können sie nicht weg. Oh, der Japaner war kurz vorbei und war unsichtbar auf einmal. Oh Gott, um Gottes Willen. Unter einem Ferrari drauf, dem Murray. Litana ist noch an mir vorbei. Litana. Klingt wie ein Tennisspieler, Litanao. Nee, Politiker. Oder so, ja. Der heißt Litanao. Gott, Joker, was machst du da? Ich fahre den Gegner ran. Gott, ich kann den mal überholen, weil du da jetzt bist. Achtung. Litanao. Ich guck mir das jetzt erstmal aus einer sicheren Position an, bis der Joker da durch ist. Von Pole gestartet, er ist wieder Weltklasse. Klasse. Du. Ja. Oh Gott. Arschloch! Correra hat mich da einmal umgedreht und mich voll in den Reifenstapel geschickt. Dankeschön, du Wichser. Da konnte ich nichts machen. Der fuhr einfach rein. Ich hat mich einmal gedreht und zack, war das Rad weg. Ja, dann war's das schon. Schade, weil eigentlich war ich da jetzt nicht schlecht dabei. Ich hab noch mithalten können, aber hat der Dreck sagt sich wenigstens was kaputt. Das ist auch, passt ja auch Igor Correra, ja, das passt ja auch namentlich sehr gut. Na, der Drecksack hat sich natürlich nichts kaputt gemacht, wie immer, ist ja KI-Fahrer. Wie kann ich auch erwarten, dass denen was kaputt geht? Ist ja auch zu viel erwartet. Jake kommt nicht ganz ran an den Kaufmann. Kann es sein, dass du dein Helmdesign geändert hast? Letztes Mal hast du noch so einen weißen Helm gehabt. Mhm. Der Michi, ja. Oder hast du noch eine Karriere sogar angefangen? Scheiße! Oh ja, ich sehe es. Hey, 360. Bist du kollidiert mit einem Joker? Nö, ich bin rausgekommen, wollte außen überholen. Alter Correra, ist das ja, eine der hat Scheiße. Ist da so reingezogen, da an die Stelle, wo du jetzt hinkommst. Da ist der mich reingekachelt und hab mich da in die Wand geschoben. Fahren wir hier mit Weltall-Speed oder fahren wir mit Formel 1? Also, das ist ja nicht normal. Nee, normal ist das Mann, nicht. Mann, du blöde Sau, ey. Ich bleib beim Joker, da passiert auf jeden Fall Action. Scheint unregelmäßig zu sein.
Hallo Herr Kaufmann, ich möchte mit Ihnen über Gott sprechen. Sie ein bisschen ankotzen, Sie dumme Sau. Telemetrie anschalten. Ne? Jetzt geht's wieder auf die lange Gerade, Herr Kaufmann. Warten Sie doch mal. Hallo, Herr Kaufmann. So, jetzt hier, glaube ich, bahnt sich gleich ein Duell an zwischen Jake und dem Kaufmann. Er hat sich jetzt rangearbeitet an den 2010er Red Bull hier. Nur noch 0,6. Gerade eben war es noch über eine Sekunde. Ich dürfte jetzt DRS benutzen, wenn wir DRS hätten. Aber in den Klassikers gibt es so einen Scheißtrick, Gott sei Dank, nicht. Dafür kannst du Benzin nämlich hochstellen. Ah, zu dem Helm wollte ich sagen, Jack, hast du eine Karriere angefangen? Nö. Oder hast du den einfach nur so geändert? Nö, nö, einfach mal so. Bisschen rumgetestet. Wo kann ich das machen? Muss ich da erst immer Karriere starten, um das zu bearbeiten, oder? Nee, du kannst. Steht unten, da steht dann unten, dass du, wenn du auf X drückst, Fahrer bearbeiten und dann. Also, oder auch. Fahrer verwalten oder so. Können wir mal angucken. Ja, passt aber auch, das Weiße hat aber auch gut zu dem BMW Williams gepasst, aber auch das Blaue passt da sehr gut. Mit der wieder abgehauen. Gucken wir mal, was unser Randy Marsh so mittlerweile treibt. Diese Morgenrennen sind einfach nicht zu. Ist mir viel zu früh. Herr Kaufmann. Ein Abonnement abschließen, ohne zu bezahlen, ist nicht möglich. Herr Kaufmann, Sie wohnen schon seit 30 Jahren in dieser Autobahn. Gibt es irgendwelche Hürden? Hä? Ein Abonnement abschließen, ohne zu bezahlen, ist nicht möglich. Na, Jake fährt ran. 3 Sekunden hatte Joker noch, um auf den letzten Punkteplatz zu kommen. Oder hast du noch eine Zeitstrafe, Joker? Ja, nicht, dass ich wüsste. Dann kannst du, ja, du musst 3 Sekunden und könntest noch einen Punkt ergattern. Ja, hier schön aus dem Onboard Jake's Fight mit dem Red Bull vom Kaufmann. Der immer noch Abonnement ohne zu bezahlen abschließen möchte beim Jake. Der hat eine Traktion, das ist unfassbar. Das wundert mich, das ist eigentlich ein 2010er Auto und der hat auch noch V8 und du hast einen 2.3er mit V10. Es wundert mich, dass der so eine Traktion hat, aber ich glaube, der Red Bull von 2010 war ja nicht umsonst ein sehr starkes Auto gewesen in der Saison. Wer hat da eigentlich die Williams designed? Jake, in den 2000ern. Da fragst du mich was. Mata Hari. Oh, jetzt. Jetzt kriegt er gleich ein Abonnement. Super Manöver, haben wir onboard mitgenommen. Da hat der Kaufmann jetzt, muss er das Abonnement bezahlen. Alter Vater. Nochmal wieder beim Joker rüber. Hab mir aber fahren lassen für mein Geld, was ich nicht krieg, ey. Mein lieber Gesangsverein. Na, Joker wird, ja, versucht nochmal alles, um diesen letzten Punkt aus dem Rennen mitzunehmen. Le Torrent. Alter. Nee. Nimm mal die letzten Meter onboard mit, Joker mit. Kommt er da nochmal dran? Schade, die Schikane wäre die einzig Möglichkeit wahrscheinlich gewesen. Wäre nur noch mit einem Crash gegangen, schade. Ach, sinnlos.
Also Joker wird auch froh sein, wenn diese 2000er Saison beendet ist. Ich werde noch weiter durchgereicht werden. Du bist also mit den 90er Autos bist du besser zurechtgekommen. Ja, aber es liegt ja auch teilweise an der KI, so wie die abzieht, da hast du ja keine Chance. Und mal die vorderen Plätze, also wenn ich jetzt auch fehlerlos fahren würde, aber am Start und verliere ich ja schon. Nur noch Elfter. Ich bin ja auf Platz 1 gestartet, also das ist ja. Dann war ich, glaube ich, Platz 8 oder Platz 10 nach den ersten Kurven. Was willst du da machen? Bei den 90er, 80er sind die nicht so abgezogen, oder die KI? Die sind zwar auch vorbeigefahren, aber. Ja, es ist hier schon am krassesten. Bisher. Wir haben sie überpowert, die KI. Was kommt denn jetzt? Großbritannien. Silverstone, Japan, kurz. Singapur und Australien. Okay. Also nur noch 4 Rennen, oder? Ich hab Hunger. Na, mir knotzen auch der Magen, obwohl ich gerade heute noch eine Pralineschachtel gegessen habe, aber die hat nicht gereicht. Und das China-Essen, das habe ich schon wieder verdaut. Ja, Michi, mach Ende die Folge und lass knacken. Was, die Leute interessieren sich doch dafür, was gegessen wird. Ja. Naja, oder auch nicht. Schreibt es in die Kommentare. Wollt ihr mehr über Michis Essen wissen? Ich sag schon mal auf Wiederlorge und bis zum nächsten Mal. Muff. Hunger. Rülps und Püps. Ja, Hunger habe ich auch. Ja. So. Hunger könnte ich auch noch fressen. Hummer könnte ich auch noch fressen. Haben wir jetzt alles wieder drauf mit dem Hummer. Weiter geht's. Viertletztes Rennen haben wir festgestellt in unserer 2000er Klassik-Saison. Mit Jake und Joker. Wo Silverstone wir kurz. Gleich hier lang? Tja, du hast gerade keine Karte. Das ist natürlich dann, ja. Mal gucken. Ja, Platz 10 ist noch das restliche Saisonziel. Die sind nur 4 Punkte. Da muss noch was gehen, dass ich jetzt noch wenigstens in den Top 10 lande. Der Wertung. Aber es wird verdammt schwer. Silverstone kurz, Japan kurz, haben wir Singapur und Australien. Mehr bleibt nicht mehr. Ach, man fährt auf. Ach so. Ah, ja. 6. Wo hast du die Karte jetzt angeschaut? Im Menü da gerade. Was man zu überrasche hier. Jetzt höre ich doppelten Motore-Sound, warum auch immer. Oh Gott. Ach, ich glaube, die bin ich schon mal gefahren in einem Offscreen-Rennen. Okay, das sollte mir was gehen. Ich glaube, mit der Variante sollte was gehen. Das Rennen ist aber auch schnell vorbei. Also ein Fehler und Tschüssikowski. Das ist aber kacke, die Esse sind nicht mit drin. Ja, ist ja auch nur eine Kurzvariante. Was willst du da erwarten? Dafür sind sie in Suzuka. Wahrscheinlich. Nee, die Runde war besser wie P15. Entschuldigung bitte. So, jetzt wäre ich ja von 1 auf 8 oder so, oder auf 10 durchgereicht wäre. Und da ist der letzte Platz dann wenigstens nicht ganz so schlimm. Wir warten da noch schlechter. Ach, der Barnes in seinem Ferrari, der jetzt noch weniger geblickt als der Beißler. Der Barnes. Die Red Bull vor den Ferrari. Das wundert mich. Das ist doch eigentlich jetzt eine Variante, wo du eigentlich nur auf dem Gas stehst. Warum sind die Red Bull da vor den Ferraris? Das kannst du mich nicht fragen. Aber ich habe gerade. Oh, die erste Runde ist immer etwas hektisch. Ach Gott. Ich fahre ja auch zum ersten Mal eine erste Runde hier. Die Kurzvariante wahrscheinlich schon. Ja, doch, ist doch gut. Joker wird sich gleich wieder vor mir irgendwo finden. Hör ich schon. Oh, da sticht der Jake doch mal durch. Oh. Und einmal gedreht und hier
habe ich die noch aufgehalten und da steht der Jake. Was ist da passiert? Weiß ich nicht. Ich habe einen angeschubst, habe mich gleich weggedreht und schon plötzlich steht da der Jake. Ach, Jeff, ich sag einfach gar nichts mehr. Ey, Barnes! Kaufmann und Clark. Auf 1 und 2. Klingt wie ein Dartspieler, Aaron Barnes. Ja, ich glaube, ich schließe mich Joker an, was er in Spanien gesagt hat. Ich werde jetzt auch noch durchgereicht. Ich glaube, das wird nichts mehr wie Top 10. Da müsste noch mal so ein Podestplatz rausspringen, um den dann sicher zu haben. So waren's. Jetzt kommt's drauf an, ne? Jetzt kommt's drauf an! Jetzt zieh ich da mal richtig an dir vorbei, Barnes. Hier am Hosenschlipper. Ah, war schnellste Runde hat wenigstens der Randy Marsh im Renault. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Das ist die Kurzvariante. Kollision mit Barnes verursacht. Der bedrängt mich da die ganze Zeit. Jetzt weg ich da, Kaufmann, du Arsch. Ja, klar kann der sich auf der Strecke halten. Ist ja logisch. So wie ich ihn eigentlich angerempelt habe. Aber du hast dich gedreht, oder wie? Nö. Aber wenn andersrum gewesen wäre, wenn er mich weggedrängt hätte, dann wäre ich. Ich hätte mich weggedreht, aber er konnte sich natürlich auf der Strecke halten. Ist ja immer so. Ach so, Jake höre ich da noch mit dazu. Ach nee. Da will ich nicht drauf bekommen. Auf was? Ach nichts. Ach so, auf eine dumme Kommentar vom Jeff. Ja, ja. Ach ja, dem höre ich schon gar nicht mehr zu. Ich habe auch keine Lust mehr, ihn zu beleidigen mittlerweile. Ich höre ihm einfach nicht mehr zu. Immerhin bleibe ich vom Teamkollege Stand jetzt. Nützt mir aber auch nichts. Ich bin 4 Plätze weg von den Punkten. Auf Platz 1, der Kaiser von China. Last Lap. Vor-Last-Lap. Letztes Licht. Die Vor-Last-Lap. Ja, ich glaube, die da hinten werden mich auch nicht mehr angreifen jetzt. Und den da vorne höre ich nicht mehr. Aber Glückwunsch, Joker. Okay. Hast es geschafft. Es war wichtig für dich. Ja, für Platz 5. Welcher Platz, Jake? 5. Und am Ende kommen wir fast an den Letteran. Aber vorm Rot. Das war wichtig. Bäm! Ach, wieder. Der Braun ist stabil. Bei dem Renault wäre jetzt schon das Rad weggeflogen. Bei dem 18er Renault, aber der Braun Mobil hier. Dass es immer noch EPs gibt für so eine Scheiße hier. 10 Punkte auf Clark. Ja, der ist Dritter geworden. Ja, jetzt kann ich ja bald. Jetzt muss ich aufpassen, dass der Le Tournant nicht noch Punkte holt. Der Letton. Klingt wie so ein Cognac.
Oh Gott, 8 Minuten. Ja, ich glaube, die nächste Woche, nächstes Jahr wieder eine Kurzstrecke, gell? Ja. 8 Minuten. Ich denke, da nehmen wir doch die Kurzstrecken in eine Folge rein. Yippie. Also für 8 Minuten mache ich da keinen Cut. Für 12 Minuten ist das okay, das ist schön zum Angucken, aber für 8 ist ja lächerlich. Freut sich der Joker damit nicht, der muss nicht gleich wieder verabschiedet werden. Aber nach dem Japan-Rennen. Ich hoffe, es klappt da doch weiterhin alles. Oh, es regnet. Was für eine Überraschung. Klassisch auch in Japan. Ach, hier hat er die Variante angeguckt und hier hat das Regen. Gut, dass wir das auch mal wissen. Oh, ja, das ist eine richtige Monsun hier halber. Durch den Monsun bis ans Ende der Welt. Welt. Das Ende der Welt. Da fährt man nur die SS und dann biegt man gleich wieder ein. Also das Rennen ist auch gleich wieder vorbei. Man fährt alle SS und nach den SS biegst du gleich wieder ein. Ja, das ist toll! Aber das macht keinen Spaß im Regen. Nee, habe ich auch gerade gemerkt. Bevor bei Project Cars in den Pfützen wärst du jetzt stecken geblieben und das P0-Schild abgescholzt. Ah, die Variante an sich der toll, aber im Regen nicht zu fahren. Dementsprechend müsste das ja der letzte Platz werden, so ist es auch. Gott, die SS, das ist natürlich. Na, vielleicht schaffe ich in der Saison noch Level 20. Mal gucke. Der Kaufmann. Ja, aber er kann immer Weltmeister werden. Ja, die Red Bull, logisch. In den SS im Regen, logisch, dass die da vorweghämmern wie sonst was. Aber der 77 Punkte Rückstand. Ich glaube, die WM geht nur noch zwischen dir, Jake, und dem Rot. Die anderen sind jetzt alle weg. Das sind jetzt noch Dreier mit dem hier. Dann hat der Murray aber auch noch eine Chance. Singapur aber könnte nach dem Singapur könnte echt entscheidend werden. Weil nach dem Rennen vielleicht nicht mehr der Murray. Muss mal gucken. Vielleicht ist der Murray dann schon weg, ja. Dann sind es nur noch Rot und du. Und der Start. Oh, jetzt höre ich wieder einen doppelt. Nein, muss ich euch nicht stumm schalten. Alter. So, der da außen fährt, ist der Joker, der da fast in einen reinzieht. Ich fahre innen, wenn schon. Du bist schon von alle wieder überholt worden, sonst wärst du jetzt nicht direkt. Oh, leck. Oh Gott, oh sorry, Joker. Nö, ich hab ja vorne den angedüst. Ja, du standst dann so quer, ich konnte mal ausweichen. Ich hab dich nämlich auch noch berührt. Und hast du Strafe gekriegt? Nö, aber. Nee, weil ich hab dich ja berührt, dann müsste ja Codemasters dir ja. Ich hab aber den Codecheck und den Fehler. Aber P15, um dann noch die Punkte zu kommen. Da muss es aber auch wieder richtig chaotisch laufen. K.O. schlagen. Einfach alle K.O. schlagen. Ja, das ist einfach mal das falsche Spiel. Da müsste man ein Boxspiel spielen allerdings. Round 1. Box. Hatte mal von Data F1 Beta. 2K19. Genau. Ich hatte mal von F1 2K, ja. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ob 2K nicht so ein Publisher wäre für F1. Wenn du jetzt sagst, 2K, F120, das wäre doch was. Das war damals die große Hoffnung bei mir, dass sie endlich da WWE auch richtig hinkriegen, aber... Ja. Nicht wirklich. Und zum Boxen, ich hatte mal von Data Becker so ein Boxspiel, das hieß K.O. Das habe ich heute auf einer Seite gelesen, wo ein Kommentar war halt... von eben der Redakteure, da nimmt EA die Lizenz von Star Wars weg. Oh, interessant. So hat EA doch immer Lizenzen auf Star Wars. Ja klar, die machen doch Spiele. Oh Gott!
Super, ich war jetzt so nah dran an dem Schiffer und jetzt habe ich es verhaue. Na super, ich war jetzt echt rangekommen, aber jetzt ist es vorbei. Na hier auf der Variante hast du erst recht, wenn du einen Fehler machst, keine Zeit mehr noch irgendwas zu korrigieren. Dödeln da Joker und ich da hinten rum, wir kämpfen uns um den vorletzten Platz. So, jetzt mache ich wieder einen Fehler. Kommen aber auch nur am ersten Streckenteil an. Ja, ja, da hast du, ich habe ich gesehen an dem Pfeil, da hast du es probiert, aber du hast zurückgesteckt. Ich komme aber auch nicht mehr ran jetzt, schade. Glückwunsch, Jake. Damit dürfte sich die WM bald entschieden haben. Oh. Also wenn es echt nur noch zwei Rennen sind jetzt, dann ist der Murray zumindest raus. Okay, habe ich dich jetzt rausgedreht, Joker? Ach, ist egal. Ich habe dich leicht berührt, das habe ich gesehen, aber ich war mir nicht sicher, ob Wir ich dich jetzt... Wir waren auf jeden Fall nebeneinander. Aber nicht weiter tragisch. Und mir ist das Benzin tatsächlich noch auf der Start-Zielgerade ausgegangen. Ich hab vergessen, Japan ist ja Spritfresserstrecke. Jo, Level 20 könnte ich hier noch erreichen. Nenne zwei Rennen. Der Murray war Dritter, der Rot war also Fünfter. So Singapur-Ausrutscher kannst du dir so ja leisten. Ja. Ich kann es aber, ja, die Sache ist, er muss ja jetzt schon... Also Murray ist weg. Ja, der Rot muss jetzt vorne sein, damit er in Australien noch die Chance hat. Jake oder Rot? Aber das geht ja schnell in Singapur. Ja, haben wir ja in der vorletzten Saison, glaube ich, gleich in der ersten Runde alle drei das Auto weg. Die Sache ist, dass Singapur auch wieder eine Strecke ist, wo die Red Bull wieder besser sein werden. Das heißt, da werden Kaufmann und Clark wahrscheinlich gegen die F2004 ja. im Vorteil sein. Und dann ja, muss ich mal Clark, Red Bull wahrscheinlich auch noch Platz 5 abgeben müssen. Ja, ist aktuell sogar Sechster. Ja, Platz 6 wird es für mich werden. Und ich werde am Ende wahrscheinlich mit Glück Elfter. Ja, das war ja jetzt mal wieder ein bisschen längere Folge, schon mal nicht schlecht. Die Entscheidung naht. Zwei Rennen noch. Schauen wir, was da geht. Ich sag schon mal wieder Lorge und bis zum nächsten Mal. Ja, Lorge. Der kommt auch immer. Ah. So, F1 2018. 5 Runde WM. Jake und Joker dabei. Die 2000er Autos. Und wir biegen auf die Zielgerade ein. Singapur und dann haben wir noch Australien. Warum wird hier ein Bild von Baku eingeblendet? Ich fahre jetzt die Mischung. Hälfte Baku, Hälfte Singapur. Singapur. Pups. Oder Barpur. Bagapur. Oh, hat es gerade geregnet? Nee, oder? Nee, wird auch nicht regnen. Gut. Dann ist ja alles okay. Ja, hier sind wir auch eine Saison gefahren von der vorletzten Saison und daher sind wir nicht sehr weit gekommen. Quasi ich habe, glaube ich, die Strecke dazu haben wolle wieder. Oh, was ist denn das für eine... Oh, leck mich. Passt aber zu den 2000er die Strecke, weil wir haben 2008er McLaren, 2009er Brawn, 2010er Red Bull und diese Jahre sind schon in Singapur gefahren. Aber auch so schlecht gerade, das ist ja Wahnsinn. Also Joker wird echt froh sein, wenn es jetzt gleich vorbei ist.
diese scheiß Kurve. Das klang aber wie Oberlix beim Saufen. Der Motor, ja, stimmt. Oberlix, jetzt ficken. Oberlix, trink nicht zu viel Servicia, du Idiot. Das trinkst du doch nicht und dann wird Idefix wieder Wein. Kann mich mal, Götter. Siehst du Oberlix jetzt weiter? Ach. Wir ficken. Aber mit Fallballer. Mit der Knolle nass. Mit der Knolle nass. Alter. 4 Sekunden langsamer. Ja, was wird das hier? Letzter Platz wahrscheinlich. Fünfter. Ich bin 3 Sekunden hinter denen. Alter, das ist wieder für eine übermenschliche KI. Schon wieder der geskriptete Codemasters KI, wie immer. Ja, wieso bin ich mit 3 Sekunden Abstand 5. Oh, der Sari, 6. ist schlecht, also damit kann ich mir dann Platz. Na, jetzt muss ich aufpassen, das wird am Ende Platz 12 werden. Das Gute ist halt echt für mich zumindest, dass die Red Bulls nicht logischerweise stärker sind. Singapur ja auch in echt immer eine Red Bull-Strecke ist. Aber das Paco Bild schon wieder. Was für ein Paco-Bild? Baku. Nee. Was für ein Backe-Backe-Kuh? Die Ampel hat gerufen, los geht's! Ah, wie sie wieder vorbeischießen. Jetzt mal voll reinwichse hier. Sag mal! Alter, da wurde Jake umgedreht. Ich muss die Position wieder zurückgeben, ey. Warum habe ich jetzt eine Zeitstrafe gekriegt? Ich habe den nicht mal richtig geachtet. Warum hab ich Hände bekommen? Der hat mich umgedreht. Na, ich habe meinen Teamkollege leicht berührt und krieg die Zeitstrafe. Ich bin von einem gedreht worden und krieg auch eine Zeitstrafe. Ja, stand wieder. Und der ist jetzt genau hinter mir. Sehr schön. Da hatte ich Angst. Ich auch. Ach nein, der Frontflügel ist beschädigt. Sehe ich selber. Oh, schon. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Ich fahre in die Wand. Der Izumi fährt mir rein. Die 2 Sekunden kriegt natürlich wieder ich. Ganz klar. Na, wart mal ab, Izumi. Wenn sie so weitergeht, dann wirst du nicht nur 2 Sekunden kriegen, sondern auch keine Teile mehr am Auto haben. Glaubst du selber nicht. Das ist ein KI-Auto. Ja, Jake kann es nützen. Das war bisher ein ordentlicher Start, aber... Ja, Jake, dann fahr mal schnell an dem Izumi da vorbei. Oh, super, ich mach denselben Fehler wie der Jake. Ey, weißt du, und ich krieg die Strafe. Ich hab eine schwere Kollision mit dir verursacht. Komm, fahr vorbei. Stimmt doch gar nicht. Ich bin dir reingefahren. Sieh schon mal, wie unrealistisch. Das Spiel ist so fehlprogrammiert, das ist Wahnsinn. Das ist doch wirklich. Sieh schon mal, wie falsch die Strafen sind. Eigentlich hätte ich sie kriegen müssen. Und selbst das wäre eigentlich Quatsch. Da ja auch nichts für. Ja, eben, das ist nur ein normales Sinn. Also, das ist wirklich. Dann bin ich froh, wenn wir das hier klar sehen, wir das hier durch haben nachher. Das ist also. Ich könnte es jetzt schon wegwerfen oder warte, bis der Führende kommt und noch einen abschieße und Jake geht in die Box. Na, sollte man auch mal tun. Alter, der knallt mir hinten rein, weil ich da halt stehe und der kriegt 3 Sekunden Zeitstrafe. Schwere Kollision mit Bundesbeister verursacht. Das ist typisch Codemaster. Beide müssen an die Box. I believe, meine Freunde. Da war ich, sorry, konnte ich nichts dafür. Ich hab da auch nicht mal reinlenken können. Es ist ja auch wurscht, ich stand halt da. Es ist einfach so bekloppt, dass man dafür überhaupt einem von uns beiden eine Strafe gibt, aber dann auch noch das dem zu geben, dem reingefahren wird, ist der größte Witz an der Sache. Ja, aber das ist diese ganze Saison, ist das hier in diesem Spiel die ganze Saison schon so gewesen.
Warum soll ich hatte jetzt? Das doch auch sowas, was du gerade eben hattest, wo du in die Wand bist und dann Strafe bekommen hast. Sowas ähnliches hatte ich in Ungarn. Ich kam auf die Strecke zurück, hab dabei den Schiffer gestriffen und 2 Sekunden bekommen. Ja. Also das mit der Strafe kriegt Codemasters irgendwie nicht richtig hin. Und was war ich der hab's... Abstand? 34 Punkte? Ja. Ja, da wird das wohl doch noch eine rechnerische Chance werden für den Rot. Der wird zwar maximal Dritter, weil die Red Bull hier sowieso durchdonnern wie die von der Hölle, aber der Kaufmann gewinnt. Er wird dann trotzdem 15 Punkte aufholen und dann sind es plötzlich nur noch 19. Dann musste Jake aber einfach nur vor dem Kaufmann vorm Rot oder knapp hinter ihm, je nach Platzierung. Nicht mal knapp, ich müsste, wenn er gewinnt, müsste ich 7. werden. Sagen wir mal 6. Dass du es verlierst. Ja. So, ja, dass ich verliere, dann müsste ich 8. werden. Ich weiß nicht, was beim 7. Platz einmal Punkte gleich sind. Ich weiß nicht, was dann passiert. Aber wenn er gewinnt, wenn er nicht gewinnt, also 2. wird, dann müsste ich nur noch 10. werden. Beziehungsweise dann dürfte ich keine Punkte holen. Wenn er überhaupt jetzt 3. wird. Oh, jetzt krieg ich noch eine. Jetzt krieg ich noch eine Zeitstrafe, weil ich anscheinend die Kurve geschnitten haben soll. Naja. Also, jetzt wird's immer lustiger hier so langsam. Jetzt weiß ich schon, warum ich als mal bei Karrieremodus Offscreen die Dinger abgeschaltet habe, weil sie einfach scheiße programmiert sind. Ja, also. Ich muss ja wirklich sagen, das ist ja wieder schockierend. Also, was Codemasters da wieder verbrochen hat. Ich dachte, dass sie das endlich mal im Griff hätten. Ja, in den Vorgängerteilen war das, glaube ich, auch noch nicht so krass, aber hier ist es ja schon wieder Rückfall in alte Zeiten. Ja, das ist ja Ausmaß von 2013 hier, was wir hier haben. Ich fand, bei 2010 und 2011 war es auch nicht ohne mit Strafe. Da gab es nur 3-mal Strafe und dann wurde disqualifiziert. Ja, aber in 2013 wurden die auch ziemlich bekloppt verteilt. Ich kann mich da erinnern. Einmal hatte ich ein Rennen in Spa, glaube ich, da hinterm Safety Car. Dann fuhren ein paar vor mir in die Box und ich habe eine Strafe für unerlaubtes Überholen bekommen. Ernsthaft? Ja, der 2013er war eh kacke. Da war die Idee von den Klassikers war damals schon gut, aber ich fand auch vom Fahrverhalten her war der mies, aber du fandst den Elfer ja auch übel. Ja, Jake, damals Elfer. Zumindest. Ich habe den jetzt lange nicht mehr gespielt. Ja, ja doch, der Elfer war übel, der war unrealistisch. Hilfe. Wenn ich jetzt heute so einen alten Teil spiele, wenn ich jetzt so einen alten spiele wie den Elfer oder den Zehner oder den Zwölfer, da muss ich mich auch immer erst umgewöhnen, weil die Fahrphysik wieder komplett anders ist. Das ist nicht mehr mit dem hier zu vergleichen. Grafisch schon mal gar nicht. Gegen die Fahrphysik ist nichts zu sagen. Gerade hier bei dem 2018er Teil muss ich sagen, gut. Ja, das ist. Aber. Der Rest. Mit den Einstellungen komme ich gut zurecht, die wir hier fahren. Ich weiß nicht, was ist die KI-Stärke gewesen? Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber mit den Einstellungen, sonst Fahrhilfetechnisch, die hier wohl drin sind, jetzt kam ich bisher die letzten Songs gut zurecht. Das ist nicht das Problem. Also da macht schon Spaß. Nur die Strafen, die fucken einen schon ein bisschen jetzt ab, wie man hier in der Saison immer schockierender feststellen hin müsse. In den Vorsaisons ist uns das noch nicht so krass aufgefallen, aber hier fällt es jetzt ganz arg auf, dass das hier ein bisschen vermurkst wurde mal wieder. Joker, bist du in den Punkten? Momentan auf 8. Erhalte die Lücke zwischen dir und deinem Hintermann einfach so bei. Wir glauben, er hat eine Zeitstrafe erhalten. Ja, und ich hab da auch eine, du Penner. Achso, jetzt hat er dir. Ich hab das gerade, ich höre das bei dir ja auch. Chef, streck doch bitte dein Kind nach vorne, damit ich so richtig liebensgewürzig sein kann. Jake, ich krieg das ja auch mit, dein Ton höre ich ja auch mit. Und da hat er das gerade gesagt, dass der Fahrer hinter dir die Zeitstrafe hat.
Und deswegen der Kommentar war halt schlecht. Ich doch auch, du Idiot. Bin ich Arsch gesagt? Ich doch auch, du Arsch? Oder so, ja, das kann auch sein. So, und jetzt muss mir diese Saison hier noch Melbourne noch versauen und dann. Das ist perfekt. Gerade Melbourne, das ist doch deine Hausstrecke. Obwohl, Monza habe ich auch nicht hingekriegt, richtig. Ach, Jeff, halt doch einfach die Backen. Ja, ja, ja. Ich weiß schon, warum ich Jeff mittlerweile so leise gestellt habe. Wenn man ihn ganz ausstellen könnte, wäre noch besser. Ja, Dings ist es ja cool bei Project Cars, weil sie ja da mit dem Englischen ja reden, das mit Untertitel will. Das ist ja ein Absurd. Aber das. Da geht er dir aber nicht so auf den Sack, der Boxenfunk bei Project Cars. Hier ist es doch echt ätzend. Der Kaufmann hätte gewonnen. Ja, auch schon sein vierter oder fünfter Sieg jetzt, gell? Ja, der hat jetzt in der zweiten Saisonhälfte hat der ordentlich reingehauen. Ja, die erste Saisonhälfte war eher noch so deine, oder? Deine und die vom Rot. Ja, es ist vielleicht auch ein bisschen streckenbegünstigt gewesen. Highlight bleibt für mich Österreich in dem Regen. Ach ja, genau. Haben wir nochmal eine Zeitstrafe für Abkürze bekommen? Ist mir doch scheißegal, da ich eh letzter bin. Vielleicht schaffe ich es jetzt in Singapur mal mit drei Rädern übers Ziel zu kommen. Da ist der Michi. Ist noch zu früh, ich weiß. Oh, na, Joker, vielleicht klappt es ja jetzt hier mal mit drei mit dem Renault. Habe ich das ja öfters geschafft in der zweiten Saison. Warum sollte es jetzt hier nicht mal auch mit dem Braun klappen? Hier wäre es noch zu früh. Den Tunnel, den habe ich immer gut fahren können, warum auch immer. So, jetzt müssen wir hier richtig Anlauf nehmen. Ich meine, es ist der E-Letzter. So, jetzt hier durchziehen. Und wieder nicht. Die Karre ist wirklich robust. Also der Renault wäre schon auseinandergeflogen bei dem. Welcher Platz, Joker? 8. Na, immerhin. Du schaffst das, was ich seit Österreich wieder nicht mehr geschafft habe. Punkte. Der Rot wird Dritter. Ja. Wie viel Zeitstrafen habe ich gehabt? 4-mal. Das heißt 8 Sekunden, du hast 5 Sekunden gekriegt, da vorne hat auch noch mal einer eine gekriegt. Mich zwei Strafen? Ach ja, stimmt. Schiffer, das war ja genau so ein Witz am Anfang, am Start. Ich werd gedreht, du kriegst Strafe, ja. Schiffer und Correra. Igor Correra, ja, mit dem Namen Brasilianer, das ist natürlich die Rangliste. Naja, also, wenn ich Glück hab, reicht's noch für den 11., aber ansonsten wird's P12 am Ende. Schade. Weil die Saison hat doch gut angefangen, aber irgendwie. Gut. Will ich nicht lang rumreden, sonst schaffen wir es nicht mehr vom Disconnect. Ich sag einfach wieder Lorge und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So. Ich wieder drücke. Und dann geht's weiter. Finale in der 5 Runden. Meisterschaft, wie ist die Punkteausbeute? Ich habe jetzt nicht drauf geguckt, Jake und Joker und natürlich dabei. Finale hier in Melbourne. 19 Punkte, ja, das heißt, er muss gewinnen. Eine andere Möglichkeit hat er nicht. Und ich müsste in dem Falle dann 7. werden, hätte mal Punktegleichstand. Ich würde jetzt mal vermuten, dass ich mehr Siege habe. Und ganz absichern würde ich es mit dem 6. Platz, wenn er gewinnt. Gut. Es wird trocken bleiben jetzt hier zum Schluss und Melbourne traditionell mal Auftakt gewesen in den vergangenen Saisons, hier unser großes Finale, so wie früher in der Formel 1 Adelaide der Australien Grand Prix Finale war. Mal gucken, ob es noch was gibt. Es wäre ja schön, nochmal auf den Punkteplatz zu fahren beim Finalrennen, aber so richtig dran glaube, tue ich nimmer.
Dann hoffen wir, dass wir das Rennen auch noch durchkriegen in den verbleibenden 8-9 Minuten bis um 3. Das ist wie in Abu Dhabi in der Vorsaison dann so außer Konkurrenz hier eins mitfahren muss. Oh Gott, die Runde ist aber schlecht. Ja, das sehe ich genauso. Joker, was geht's bei dir noch? Kannst du noch Fünfter werden? Fünfter könnte höchstens werden, wenn ich hier winne und ich glaube, der andere kommt Punkte durch. Klar. Zwei Siege sind dir jetzt aber auch schon gelungen in dem Renault oder drei? Ich glaube, drei. Na, immerhin. Die Runde war schlecht, also wird mich wundern, wenn die für mehr wie den letzten Platz reicht. Der Kaufmann geht wieder ab, also der Red Bull, der hat in der Rot zweiten... wurde kurz angezeigt, dann aber Kaufmann, also wird der Rot wahrscheinlich neben ihm stehen, auf Platz 2. Oh, ich bin Dritter. Ja, ich bin 16, da war klar. Hier kommt alles wieder auf den Start an. Mal gucken, ob es... Das wird schwer, noch die EPs zu schaffen. Das ist natürlich eine Strecke hier, wo die Red Bull und die Ferrari auch ebenbürtig sind. Also da hat jeder seinen Vorteil. Deswegen auch Rot knapp hinter Kaufmann, Murray knapp vor Clark. Joker aktuell noch Sechster und die Tabelle, ja. Jetzt sehen wir es nochmal. 14 Punkte hat er, glaube ich, Rückstand auf den Clark. Also, da geht's noch um einiges. Hey, der Red Bull zuckelt an. Darf der nicht. Kann bei mir nicht passieren, da ich eh schon Letzter bin. Und da gehen wir rein in das große Final. Und da habe ich schon zu spät gestartet hier. Vielleicht aber auch nicht das Schlechteste, was da passiert. Joker fährt wieder weit innen, außen, wo auch immer. Wird schon durchgereicht. Du warst gerade Sechster und bist da außen einfach nur kassiert worden. Das ist immer bitter, dass ich das sehe, wie du da einfach geschnappt wirst von innen. Aquera. Auch noch eine Rechnung offen, wir zwei. Wohl am Kämpfen. Welcher Platz, Jake? Jetzt Vierter. Also das reicht dir aktuell auf jeden Fall. Oh! Ja, Rot ist eh nur Zweiter. Kaufmann führt. Von daher ist das momentan überhaupt kein Thema. Und Joker hat ihn da abgedrängt und ich kann mich da gerade durch... Wäre jetzt auf den letzten Punkt gewartet. Hat der dich abgedrängt oder du ihn? Geht jetzt so. Aber ich hab's nur gesehen. Ups, das abkürzen. Okay, dein Frontflügel ist ziemlich. Da muss ich aufpassen. Oh, da vorne ist schon wieder irgendwo gelb. Ich hab nur gesehen, dass ihr euch da abgedrängt habt und bin da durchgezwitschert. Und Joker hat's weggeworfen. Jetzt absichtlich oder war nichts mehr drin? Vorne der Frontflügel war rot auf der Innenseite, von daher. Okay. Damit wird es dann Platz 6 oder 7 dann. Ne, 7 wird es nicht mehr. Das war vielleicht eine scheiße Saison. Gut, dass ich sie aufgenommen habe. Hättest du lieber deine Triumphsaison aufgenommen? Wäre ich denn bestimmt nicht Weltmeister geworden. Also wir werden vom Joker wahrscheinlich die erste und letzte Saison sehen, die er hat. Quetsch dich dadurch, du bist doch ein Vollhorst. Alter! Noch im Rennen, Jake? Die gelbe Flagge bist wohl du jetzt, die da vorne kommt. Hast du es gesehen, Joker? Nee, leider nicht. Ey. Oh mein Gott. Ja, ich hab's nicht gewagt. Na,
natürlich ist das Risiko, dass ich jetzt den Punkteplatz dafür habe. Ich hab's mir nicht gewagt, am Jake vorbeizugehen. Ich will nicht derjenige sein, der nachher schuld ist, wenn's Jake vermurkst, weil ich ihn gerammt habe oder so. Nö, da wäre er der Murray dran schuld. Jetzt bin ich wieder hinter dir. Aber guck du erstmal, dass du ein paar überholst. Wer hat denn dich denn da abgeschossen gerade eben? Der Murray, der meinte sich, da ich hab die Kurve schlecht bekommen, wegen einem Clark vor mir. Da meinte sich der Murray dann anschließend innen, wo ich zugemacht habe, vorbeiquetschen zu müssen. Da habe ich wieder aufgemacht und der hat es trotzdem geschafft, mich zu erwischen. Dabei hat der ja schon nichts mehr mit der Meisterschaft zu tun gehabt, seit sie. Nee, er fährt für den Rot. Ja, es ist klar, das ist ja typisch Ferrari, da fährt man teamdienlich. Aber die Schnauze voll hier. Na Jake, aber wegwerfen, dann ist es gelaufen. Nö, ich hab den überholt. Aktuell reicht es noch hochrechnungstechnisch für dich? Es ist sowieso wurscht, weil der Kaufmann führt. Achso, der Rot muss gewinnen, sonst hat er keine WM-Chance. Ja, wenn er jetzt gewinnen würde, wäre er vorn. Aber solange der Kaufmann führt, ist es noch knapp der Titel für dich. Ja, ich hab den sechsten Platz aber auch im Auge. Wenn ich auf dem sechsten bin, dann kann der Rot mir gar nichts. Oh. Mittlerweile der Abstand. Rot muss immer weiter abreißen lassen. Kaufmann zu stark. Ja, sehen wir schon wieder in der schnellsten Runde. Also der Red Bull hilft dem Jake am Ende noch in einem... Doch, also hier musst du schon mal echt kämpfen, Jake, um den Titel. Ja, aber halt auch... Genau wie bei Joker ist halt auch viel mit der KI und so gewesen. Ne? Ja, da kann ich auch ein Lied von singen. So, la, 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 la. Irgendwie diesen V8-Motor hier. Quatsch, den V10-Motor nutzen. Ich vermute, der Joker guckt bei mir zu. Ne, beim Jake. Ja. Knapp. Ist auch gut. Muss mich zwar auch verteidigen, um den letzten Punkt hier zu bekommen. Nach vorne kann ich nichts mehr erreichen, aber diesen einen Punkt will ich jetzt noch mitnehmen aus der Saison. Es kann nicht wahr sein, dass die Saison jetzt punktelos hier beende, seit dem Podestplatz. Aber so war in der Vorsaison auch, nach dem Podest lief plötzlich nichts mehr. Jetzt überholt er mich, ich glaub's ja nicht. Mach Platz, bleib hinter mir. Und schon hat er wieder abreisen lassen müssen. Ich muss nur aufpassen, dass ich an dieser einen Stelle nicht zu weit rauskomme, weil da bin ich schon... Einmal habe ich tatsächlich abgekürzt und zweimal bin ich schon leicht drüber gekommen. Dann kriege ich noch Zeitstrafe und dann habe ich es mir verhakelt mit dem Punkt. Hier 2 Sekunden rauszufahren, das macht keinen Spaß, das wird auch schwierig. Gott sei Dank, Final Lap. Ja, sie kleben mir noch mal am Hintern. Das ist nicht gut. Wow. Wow. Das Geräusch, was ich immer beim Sex mache, wenn ich komme. Wow. Und dazu ein Gesicht wie beim Schlaganfall. Wow. Wie Goofy mit Asthma. Mit Asperger. Hier kann ich ihn abwehren, der Correra. Das darf ich hier noch nicht. Ja, hier komme ich weit raus. Na, ich muss jetzt hier nochmal richtig verteidigen. Ja, der fährt mir da in die Seite rein, der Correra.
Das glaube ich, ich muss hier nochmal richtig kämpfen um den letzten Punkt. Kaufmann hat gewonnen, damit Glückwunsch, Jake, zum Titel. Glückwunsch. Danke. War echt ein hart umkämpfter Titel. Jetzt muss ich hier nochmal rumkommen. Ein richtiger Zug kommt hier jetzt, aber jetzt sollte es reichen. Es gibt nochmal einen Punkt zum Abschluss. Glückwunsch. Nochmal mit Bandenschrammer. Und ohne Zeitstrafe. Jawohl, das haben wir verdient. Nochmal ein Punkt zum Abschluss. Das war nämlich wirklich nochmal ein Fight. Ja, das sah fast so aus, als du den Schlinger jetzt darüber gemacht hast, dann ist der andere dich da noch verfolgt. Ich habe auch gerade gedacht, was macht er denn? Und ich habe Level 20 noch geschafft. Gott sei Dank. Sehr schön. Oh, das ist hier das Rennergebnis. Bin ich zufrieden. Joker leider ausgeschieden. War eh Platz 6 am Ende. 9 Punkte, Jake. So eng war es noch nicht, seitdem wir hier fahren für dich. Mit dem Rot. Der Kaufmann ist am Ende dritter geworden mit den starken Leistungen. Am Ende hat mich noch der Bahraini da überholt, weil der achter geworden ist. Es wird doch Platz 12 am Ende. Auch vor dem Teamkollegen. Ja. Da hat aber der Podestplatz in Österreich das meiste rausgerissen. Ja, mein Teamkollege ist letzter. Ein Punkt hat er geholt. Darauf ein... Ja, der war jetzt Slush. Da war Luft mit bei. Also, solange es in Luft war. Jake, die Meisterschaft gewonnen. Joker auf der 6, ja. Verschlechterung zur McLaren-Saison, aber wir haben ja auch gesehen, dass die da zum Teil übermenschlich gefahren sind. So, es hat in vielen Rennen nicht Spaß gemacht, wirklich. Nee, leider nicht. Tut mir leid, Leute, die das hier bei mir sehen. Dass ihr euch mit ansehen musstet. Es war teilweise auch Grütze von mir gefahren, aber... Ja, sehe ich bei mir genauso. Trotzdem bin ich froh, dass wir es jetzt geschafft habe. 2000er Autos abgeschlossen habe und... Mal gucken, was als nächstes auf euch wartet. Ja, da möchte ich jetzt mal nichts dazu sagen. Bedarf ist erstmal gedeckt jetzt mit dem F1. Damit kann man diese Folge jetzt insgesamt beenden. Ja. Vielen Dank an Jake oder Michi auf meiner Seite. Danke auch zurück. Danke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Racing Action, denke ich mal. Bis dann. Tschüss. Wiederloge. Ja, bei mir auch. Danke, dass ihr dabei wart. Danke an Jake und Joker. Und dann sehen wir uns bei einem nächsten Rennprojekt wieder. Wiederloge, keep racing und bis zum nächsten Mal.